Tja, ich habe hier klassische Musik gehört. Und eben, ich kann es euch nochmal zeigen, wo ich hier bin. Das ist hier auf dem Platz auf Thrasher's Island. Da habe ich gerade eine Bombe entschärft und hier kam dann Musik. Momentan ist sie nicht mehr da, aber ich habe die Tür gefunden. Das könnte höchstens sein, dass das hier der Massenmörder ist. Schaut auf jeden Fall nicht sehr einladend aus irgendwie. Aber von daher. Schauen wir mal, was wir hier finden. Tür. Ach so, hier sind wir wieder draußen. Ja, das war einmal im Kreis. Aber hier wird doch schon irgendwas sein. Ah, da sind wir hier hochgekommen. Mal, wo wir da hinkommen. Ah nee, das ist das alte Waffenlager vom Pinguin. Nein, bin ich blöd. Aber da muss ich noch mal schauen, wo die Musik herkam, weil hier muss eine Leiche sein. Aber ich finde sie nicht. Badewanne, mein Gossen ist so verkommen. Meinst du, es ist hier draußen wieder sicher? Hier kommt doch wieder die Musik. Okay. Wir machen bei einer der zwei Ausschreitungen mit, aber nicht mehr. Da drüben ist er. Mein Gott. Alfred, ich habe eine weitere Leiche gefunden. Sechs Opfer, Master Bruce. Wann wird dieser Albtraum enden? Gewebescanner. Schauen wir uns die Haut an. Und diese spezielle Art von Pigmentveränderung der Haut weist auf eine chemische Verbrennung hin. Vermutlich eine Substanz auf Chlorbasis. Was haben wir da? Nach einer Tracheal-OP zur Beseitigung eines Krebsgeschwürs wurde dem Opfer eine Stimmprothese eingesetzt. Eine Stimmprothese. Das Opfer hatte einen seltenen genetischen Defekt. Sechs Finger an einer Hand. Der Name des Opfers ist Allison Weirs. Sie war Ingenieurin für Ace Chemicals. Das erklärt auch viele ihrer Krankheiten. Vor ein paar Jahren zog sie dann in ein Altersheim in Bloodhaven. Direkt neben dem Heim befindet sich ein großer Park. Vergleiche den Park mit den anderen und überprüfe, ob er passt. Das tut sie in der Tat, Sir. Ich lasse Ihnen die Informationen zukommen. Der Zirkus des Bizarren. Auf seiner Route lagen alle Orte, an denen Opfer verschwunden sind. Erstell eine Liste mit allen zugehörigen Namen. Der Zirkus gehört einem recht verdächtigen Gesellen namens Laszlo Valentin.
Suche nach Immobilien, die der Verdächtige gekauft oder gemietet hat. Laut den Unterlagen hatte Mr. Valentin früher einen Schönheitssalon in Gotham. Sein Vertrag lief aus, kurz bevor der Bau des Wayne International Plaza begann. Übertrage den Standort. Zeit, dem ein Ende zu setzen. Ja, Zeit, dem ein Ende zu setzen. Dann würde ich sagen, dann holen wir uns, damit dieses Schwein endlich wegkommt. Hab gesehen, wie ein paar Jungs Gas abbekommen haben. Das ist auch nicht schlecht. Ah, was es hier alles zu entdecken gibt, ist ja... Was hat Scarecrow getan? Ach, dieses Zeug war übel. Na gut. Gut, es ist Zeit, dem ein Ende zu setzen. Laszlo Valentin. Er hat 6 Menschen getötet, Alfred. Aber das ist jetzt vorbei. Ich werde seinem Schönheitssalon einen Besuch abstatten. Vorsicht, Sir. Er scheint selbst für Gothams Verhältnisse gestört zu sein. Selbst für Gothams Verhältnisse gestört. Ja. Was soll das heißen? Pretty Dolls. Oh, solltest du mal aufräumen hier. Für einen Schönheitssalon. Nicht so nett. Was gibt's hier? Eine Riddler-Trophäe. Dankeschön. Nehmen wir mit. Tür auf. Das macht Spaß, gell, Batman? Immer schön alles hochjagen. Gut an. Alter, was ist denn das für einer? Bitte, auf! Das war's, Valentin. Lass sie gehen. Nein, 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 nein. Pig, noch nicht fertig. Sie ist einzigartig und falsch. Völlig durcheinander und verdreht. Pig macht sie besser. Pig macht uns alle besser. Es ist aus. Aber Pig hilft dir auch. Mach dich perfekt, wie die anderen. Du bist krank. Und was bist du? Ich bin hier, um dich aufzuhalten. Schlecht, schlecht, schlecht. Pig ist wie Schlamm. Pig ist wie Gott. Pig ist hier zum Reparieren. Ja, war klar, war klar. Genau, mein Liebling. Zeig ihm, wie perfekt du bist. Was kommt jetzt? Bosskampf? Ja, scheint so. Batman, du bist der Boss. Stehen da oben noch mehr?
ist der andere jetzt hin? Erhebe dich, mein Schatz! Er hat keine Macht über dich! Es ist, als wären sie immun gegen Schmerzen. Ich sollte dafür sorgen, dass sie liegen bleiben. Na, jetzt kommen die anderen darunter. Und dafür sorgen, dass sie liegen bleiben. Hey, hörst du auf damit? Also irgendwie ist das schon wieder total krank, aber genial gemacht irgendwie. Ha, hast du gesehen? Bleibt ihr denn mal liegen, dass ich euch mal klein kriege? Schatz, alles ist das Beste. Lauf schön wie ein Schwein. Bleibt der Lieben, den ich immer hatte. Genau das ist. Du bist perfekt. Ja, mein Gott. Auf die Beine. Kriegst du alles wieder. Oh, Mensch, ihr mit euren... Was das? Nur noch du übrig? Wie kriege ich dich jetzt? XA? Hey! XA! Hey! Warum geht XA nicht? XA! XA! Na also, geht doch! Dreckstück, du Elendes.
Ich kann erst fort, wenn die anderen Opfer sicher sind. Da hängen ja noch mehrere im Käfig. Ach du Schande. Komm schon, bring uns hier raus! So, Jungs. Mal alles gut gegangen. Ist noch ein Feuerwehrmann dabei? Gott sei Dank bist du gekommen. Nach allem, was er mit den anderen gemacht hat. Gott sei Dank bist du gekommen. Nach allem, was er mit den anderen gemacht hat. Sie sind in Sicherheit. Bleiben Sie bei den anderen. Ich werde einen Streifenwagen verständigen. Danke. Ich weiß nicht, was er uns noch angetan hätte. So, Dreckstück, komm. Hätte man den Hitzerhaut da verrotten lassen können. Zurück in den Zirkus. Ich bringe dich an einen Ort, wo du niemandem mehr etwas zuleide tun kannst. Pig tut niemandem weh. Pig heilt. Pig fliegt. Diese Menschen erleiden ein Schicksal viel schlimmer als der Tod. Nicht tot. Pig macht das Leben lebenswert. Und die, die du getötet hast? Zu kaputt. Als dass Pig sie reparieren kann. Zu fehlerhaft. Sie machen Mutter wütend. Machen Pig. Es waren die Dinge, die du nicht ändern konntest, an denen ich die Leichen identifiziert habe. So habe ich dich gefunden. Deshalb hast du versagt. Nein! Ich versage! Mein, was für ein Glück geschwollen. Pig! Zeig dir krank! Willst du sehen? Du... Raus mit dir, Valentin! Nein! Schließ mich nicht ein! Mutter wird das nicht gefallen! Noch wird Gotham nicht unter... Nicht gut genug! Nicht gut genug! So verbrannt, als du mich aufhieltest! Ich kann es besser! So viel besser! Das hätte noch wegwerden können! Die alte Schweinebacke! Totaler Spinner! Er ist zu gut für diesen Ort. Keine Sorge, du bist der Erste, den ich freilasse. Ja, Joker, das wirst du schön sein lassen. Aber jetzt ist er mit Harvey und Pinguin zusammen da drin. Und Firefly. Ne, wo ist denn Harvey hin? Doch, der steht noch da. Na gut, jetzt haben wir das miese Stück auch. Wir machen hier einen Cut. Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Danke fürs Zuschauen und Servus und macht's gut.